Hallöchen, wir spielen heute wieder Horizon Zero Dawn. Ich bin jetzt hier schon mal zu dem, zu diesem einen Gebiet hier hingelaufen. Und ja, wir sollen ja hier Eberhäute, oder? Welches ist denn hier was? Hier sollen wir den Ring finden, alles klar. Finde den Ring, untersuche das Gebiet. Ja, gut. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Tal. Und ein Wildschwein. Okay, der Spur jagen wir dann mal hinterher. Okay, schalten vielleicht noch den Kollegen hier aus. Okay, sehr schön. Die Vögelchen sind dann auch weg. Ey, komm, jetzt übertreib mal nicht, ja? Was hat er hier denn jetzt für einen Auftrag? Okay, gut. Dann laufen wir mal weiter. Woran starrt es wohl? Schau um das Maul. Untersuchen den Wildschweinkadaver. Wildschweinfett? Ah, da ist der Ring. Steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Okay, gut. Den Ring haben wir. Nun gehen wir mal zurück und erledigen noch ein paar Schweine. Okay, gut, komm. Die Sachen lassen wir da jetzt mal in Ruhe. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Ja, lass uns doch nochmal kurz einen Säbelzahn überbrücken. Einfach so, weil es Spaß macht. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ihn noch gebrauchen. Kann ich ihm wirklich irgendwie Befehle geben? Kann ich nicht, glaube ich. Egal, so. Da haben wir ein kleines Schweinchen. Okay, das Wildschwein haben wir. So, zack. Läuft der... Der Säbelzahntiger läuft uns nicht hinterher, alles klar. So, waren wir noch einen? Das ist kein Schweinchen, da haben wir ein Schweinchen. Okay. Gut, die Sachen haben wir auch eingesammelt, alles klar. Ihn hier lassen wir mal in Ruhe. Ich speichere jetzt mal kurz und dann reisen wieder schnell wieder hin. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir. Ach, hier, er wartet natürlich schon am Feuer. Okay, gut. Willkommen zurück. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Okay, gut. Für den Vogel haben wir dann auch die Sachen. Großzügige Belohnungskiste, ey. Ganz viele Sachen kriegen wir hier schon wieder. So. Die Verteidigung hält. Viel zu tun.
Ach, Sona, sie ist es. Sie hat wahrscheinlich wieder was zum Kämpfen. Dann werden wir jetzt uns hier erstmal dem Loot hier annähern. Du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Na, das ist schon wieder so eine Jagdprüfung. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Die Verteidigung hält. So, dann reden wir nochmal mit der Kriegsherrin, also Sona. Sona, was ist los? Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und Areolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Ach, kann es sein, dass ich die ganzen Sachen schon hatte? Und jetzt ging das deswegen so schnell. Ich schätze mal, wo ist denn die Quest hier? Da. Lanzhornlinse und bringe die... Nee, okay, ich hatte wahrscheinlich nur ein... Nee, ich glaube, hatte ich was? Ich weiß es nicht. Egal, so, wir bringen jetzt erstmal die Pfeile zu Ohren. Ich schätze mal, das ist der, der hier näher dran ist. Nee, das hier erst dieses Lanzhorn-Arsenal, das machen wir dann als erstes. Das dürfte, glaube ich, nicht so schwer sein. Deswegen machen wir das dann mal als erstes. Sind das da Lanzenhorn-Dinger? Heißen die so? Ich bin vom Schneematsch schon total. Ach, die Dinger. Okay. Oh. Eye of the Tiger. Lassen wir lieber mal in Ruhe. Los, 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 von hinten anschleichen und zack, überbrücken. Dann ärgert er uns nicht. Komm schon, 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 komm schon. Zack. Sehr schön, dann hilft er uns. Alter, jetzt reicht's aber. Okay, danke. Okay, die Linse haben wir. Dann hole ich mir jetzt hier noch das. Okay, und dann würde ich sagen, reise ich da nochmal schnell hin. Ja, hier in die Nähe kann ich hin. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ist nicht weit bis dahin. Das kriegen wir hin. Warte mal, wie muss ich ihn so? Okay, hier rum. Hier müsste irgendwo ein Weg sein. Ich glaube, kann ich... Wo ist denn hier ein Weg? Ist da ein Weg? Ach so, ich soll so, ich kann so einfach da hoch. Okay. Kann ich hier so hoch? Ja, ich kann da hoch, alles klar.
So, komm, hüpf. Okay, und hier hoch. Okay, und dem Kollegen hier geben wir dann auch noch hier schön du bist die Orn? Pfeile. Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Aha, okay, alles klar. Zack, dann haben wir hier noch eine Vorratskiste, sehr schön. So, dann seile ich mich hier mal schnell ab. Oh, wo ist da? Ah, da kann ich hier so hoch. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei der Sona. So, da sind wir. Ich bin hier jetzt nochmal schnell zum Lagerfeuer gereist und dann gehen wir mal schnell zu Sona und sagen ihr Bescheid. Wo bist du denn? Sona? Steige zum Wachturm hinauf. Der Wachturm ist da. Oder ist es der? Ach, da, ganz oben, alles klar. Wo? Da, alles klar. Boah, ey, ganz schön hoch die ganzen Sachen hier, aber man muss ja auch von hier oben was sehen können, ne? Jo. Okay, hier ist Sona. Ich hab deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Orn gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Keine Ursache. Dann wird das alles hier ganz schön, schön verteidigt. Okay, so, hier haben wir dann auch noch eine Vorratskiste und alles. Das ist sehr schön. Okay, hier haben wir noch einen Trank. So, was haben wir hier drin? Waschbärhaut? Ach, waschen. Ich kann überhaupt nicht lesen. Waschbärhaut, okay. Na gut, brauchen wir das jetzt? Ich glaube nicht. So, hier sind wir ready. Was ich allerdings, was mir aufgefallen ist, wir hatten hier irgendwo, was ist das? Verdorbene Zone. Wo war es denn? Irgendwo war hier doch so eine Stadt, wenn ich mich recht erinnere. Was ist das da? Keine Ahnung. Hier war irgendwo eine Stadt, die wir noch nicht aufgedeckt hatten, meine ich zumindest. Was ist das da? Da, glaube ich, gehen wir nochmal hin. Das ist nämlich, glaube ich, ein Banditenlager. Okay, gut. Was ist das? Ach, das ist eine verdorbene Zone, die wir schon geklärt haben wahrscheinlich. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, reise ich jetzt mal schnell dahin und reite mal bis dahin vor und dann schauen wir uns mal an, was das dort ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt hier schon im Fluss angekommen. Da werden wir jetzt nochmal kurz rüberschwimmen. Und dann werden wir uns mal anschauen, was das ist. Ist es blau? Ja, Banditenlager, tatsächlich.
Es ist ein Banditenlager. Haben wir dann hier... Ja, tatsächlich, haben gleich schon eine neue Quest freigeschaltet. Banditenlager... Oh, Level 25. Na gut, dann machen wir das lieber doch noch nicht. Weil wir sind ja erst Level 18, das ist gut, Waldmar. Dann können wir nämlich hier auch mal gucken, was wir denn hier machen können. Hier mehr Schaden bei Schlagangriff, stiller Angriff, Schlag von oben. Das ist, glaube ich, wichtig, weil dann könnten wir... Sprint ist leise. Nee, das da machen wir mal. Sehr schön. Da machen wir nämlich mehr Schaden beim Nahkampf, das ist sehr gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt hier nochmal diese Quest... Wo ist sie denn da? Nee. Okay, hier, dann machen wir dann hier bei dieser Sucherin. Machen wir dann weiter. Ich mache hier kurz die Markierung noch weg. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und ich werde dann jetzt schon mal bis dorthin reisen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.